Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zu Let's Play Star Wars. Ich hätte fast Sonic gesagt. Nein, das ist Star Wars. Jedi Fallen Order mit mir, Dimimerios und natürlich euch, mein paar Abonnenten, die ich doch so super lieb habe. Und wir haben ein Doppellichtschwert. Das sieht so nice aus. Einmal, zweimal. Ah, ist so gut. Und wir haben letzte Folge Dathomir, naja, für den Moment fertig gemacht. Und jetzt sind wir halt auf Zophon jetzt unterwegs. Da hinten, da war ein Vieh. Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Das ist einfach hier durchgegangen. Da war es weg. Okay, gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, das ist einfach nur eine kleine Aussichtsplattform oder so. Ach, guck mal. Da streiten sich welche um einen Sturmtruppler. Hallo. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Oh, die weichen aus, ne? Und die können auch Blockangriffe machen. Ja, ihr seht unfreundlich aus. Frutrilde. Auch den Sturmtruppler willst du? Nein. Wir können dich noch nicht hören. Sturmtruppler können in großer Zahl sehr effizient angreifen. Ein Lichtschwert wirft Schüsse auf sie zurück. Imperiale Sturmtruppler sind die Frontsoldaten des galaktischen Imperiums. Sie werden in allen Teilen der Galaxis rekrutiert, unterstützen nach ihrer Ausbildung die Macht der imperialen Kriegsmaschinerie und machen bei der Identifikation von Gefahren keine Unterschiede. Mit verschiedenen Waffen ausgestattet, wie Langstreckenblastergewehren, sind Sturmtruppler vor allem in großer Zahl effizient und erweisen sich nicht selten als übermächtig. Kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Zepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Währenddessen Skaz. Oder Skaz? Ich würde sagen Skaz. Verfügt über zwei Angriffe. Beißt der Beute in die Ferse oder stürzt sich mit einem Sprung auf sie, der nicht geblockt werden kann. Allesfresser, die ihre Beute umzingeln, nachdem diese in die Enge getrieben haben. Das sieht wirklich nach einer Ratte für mich aus. Skaz leben vorwiegend in Schatten oder in dunklen Gebieten, da sie ihre Körpertemperatur dort besser regulieren können. Da sie sehr schlecht sehen, reagieren sie ausgesprochen empfindlich auf grelles Licht. Sie sind vor allem in Brudeln gefährlich und verbeißen sich in ihre Beute, um ihren Artgenossen weitere Angriffe zu ermöglichen. Richtiges Herrentier, ja. Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Aha. Bin ich hier schon einfach den komplett richtigen Weg gegangen? Nee, da konnten wir rein. Da aber nicht. Da auch nicht. Aber hier. Aber gucken wir mal. Warum können wir denn nicht hier hin? Ist das versperrt? Auf scannen möchtest du was hier? Oh, was ist das denn? Ist das ein Licht? Nee. Ich seh's mir an. Ins Scout-Truppel Elektrostab. Ja. Der imperiale Elektrostab wird an Truppen ausgegeben, die in abgelegenen Regionen stationiert sind, in denen mit unerwarteten Bedrohungen zu rechnen ist. Diese Waffen wurden aus demselben Komponenten der während der Klonkriegen eingesetzten Energiestäben hergestellt, vom Imperium aber modernisiert und modifiziert. Hat sich schon mal genutzt, wie wir hingegangen sind. Ja, war ja klar. Wupp. Auf Dathomir wurden wir direkt mit so einem richtig schönen bösartigen Geschner. Einmaligen sogar. Wir haben keinen anderen gefunden davon. Begrüßt. Und hier werden wir nur von so komischen Skaz begrüßt. Au! Okay, dankeschön. Das sind so ein paar. Na, wie greift ihr an? Okay. Ja. Nee. Das haben wir nicht gewettet. Oh, der ist nice dafür. Komm schon. Aua. Oh,
wie viel Schaden die machen. Ja, okay, das sind ja auch drei. Nicht ausweichen. Bei der Stadt erlaubt, hey. Okay, zum Ende ist das noch ein bisschen doof. Naja, aber noch haben wir ein bisschen HP. Okay, den Weg hast du einkalkuliert, aber den hier nicht. Okay. Guck mal, BD-8 macht auch. Ne, BD-8. BD-1 macht ja auch so sein Licht. Oh, das sieht auch nice aus. Leute. Guck das an. So Licht? So Licht. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, hä? Was steht da? Do not enter. Or unless you want to die. Was haben wir denn hier alles? Da ist was. Ist das auch ein Echo? Ja. Gut, dass BD1 dahin guckt, wo wir gucken. Die Dorfbewohner auf Zepho. Versteckt. Ein Stoffstück, mit dem eine Mutter ihr Kind schützte. Sie waren auf der Flucht und versuchten vor irgendwas zu entkommen. Für irgendwas ist gut. Haben wir eigentlich weniger Licht, wenn wir ein Einzelschwert machen? Ja, wir haben echt weniger. Mit dem Doppelklick haben wir sogar mehr Licht als mit dem Einer. Das ist ja voll nice. Aha, was haben wir denn hier? Ist das eine Truhe? Oder was ist das? Weiteren Stimmbehälter erhalten. Jetzt haben wir drei. Ach verdammt, maximale Anzahl an Stimmbehälter. Hätte ich mich vorheilen sollen, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das auch aufgefüllt bekommen. Voll geil. Jetzt haben wir dreimal Heilung. Mann, das hätte ich echt gebrauchen können, auf das von mir. Da hatte ich schon mal richtig gelohnt, hierher zu gehen. Ein kleines Geheimchen. Da haben wir aber schön. Schön genommen. Oh, schön genommen. So sieht's aus. Ah, nochmal Wandsprung. Oder Wandlauf, besser gesagt. Plus Wandsprung. Haben wir noch sonst was hier oben? Okay. Sieht nicht so unbedingt aus. Abkürzung freigeschaltet. Sehr schön. Aber hier waren wir immer noch nicht drin. Was ist denn hier überhaupt? Baufälliger Hangar. Hat sich hier jemand versteckt, hä? BD1? Die Frachter. Lagerkiste. Robuste Behälter für den Transport zerbrechlicher Waren. Der Behälter besteht aus einem schweren Metall, das den starken Winden auf Zephyr mühelos standhält. Kiste! Ja, was haben wir? Was haben wir? Neues Poncho-Material, bravo! Bravo, sieht auch mal nicht schlecht aus. Nehmen wir eine Zeit lang Bravo. Oh, wir haben Schüsse gehört. Also auf jeden Fall ist das hier nicht unbewohnt. Also von Sturmtrupplern ganz sicher nicht, aber wer weiß, auf wen sie geschossen haben. Vielleicht könnte das ja noch
die lokale Fauna sein. Noch. Aber ich bezweifle das. Ah, dahinter haben wir noch nicht geguckt. Okay. Okay, oben draußen sind wir. Hat ja richtig viel gebracht. Okay, da hoch durften wir nicht. Moment. Okay. Dann halt nicht. Dann geben wir mal unsere Abkürzung. Oder wir ruhen uns nochmal aus. Wir haben ja die Hälfte unserer HP verloren. Und die Abkürzung haben wir sowieso schon freigeschaltet. Hallo, da bin ich wieder. Muss nur mal kurz Heia Heia machen. Oder aber... Moment. Vielleicht nehmen wir auch die Jacke einfach mal wieder. Weil mit der Jacke haben wir eigentlich nicht so viel gemacht. 1000 Ponchos zu tragen ist ja auch irgendwie Käse. Außerdem, stimmt, wir haben noch den Fähigkeitspunkt frei, dass wir den holen können. Den Sprunghieb nach Y. Nochmal Y. Das kostet aber gar nicht so wenig Macht. Aber das wird auf jeden Fall helfen für so blockwütigere Feinde. Echt mit Doppelklingenschwert, ey. So, dann wollen wir mal gucken, wer da vorhin geschossen hat. Und ich habe mich nicht ausgeruht. Ich habe mich nicht ausgeruht. Ich bin ein Honk. Honky Donky Donk Donk. So, jetzt aber. Einmal bitteschön Augen zu. Und alles wieder da. Oh, wir sehen schon was. Grease kennt sich aus. Da wächst schon was. Kalpi. Hä? Ist da ein Windzufluss da drin? Naja, müsste ja irgendwie Luft zumindest rankommen. Was ist das hier eigentlich? Irgendein komischer Tank. Ja, kriegt er noch ein paar Polygone? Ach, guck mal. Oh ja, doch, den greift sich tatsächlich mit der vorne an. Ja, beschieß mich. Mann, das war ja mal einfach. Ding, ding. BDI? Das da? Das übersetzt du für mich jetzt? Gute Leistung. Das ist eine Warnung. Dieser Bereich ist gesperrt. Imperialer Code 94364. Kein Verkauf oder Handel. Die haben sich tatsächlich mit der vorne angelegt. Geht das auf? Nö. Wohin führt denn unser Weg? Dahin. Okay, dann gehen wir doch mal hier hin. Aber zumindest hoch. Na, was finden wir diesmal? Was haben wir gefunden? Neuen Sender. Pflicht und Entschlossenheit. Also was Neues für unser Lichtschwert. Können wir uns nachher auf jeden Fall mal reinziehen. Weiter hoch geht wahrscheinlich nicht. Dann wollen wir mal diesen verschlossenen Bereich mal eben absichern. Können wir da den... Ne, können wir nicht an denen hochklettern.
Verlassenes Dorf. Oh ja, da ist es verlassen. Juhu! Hallo Leute! Tragen wir den Kampf zum Feind! Ach ja? Scannen! Da war ja mal einfach. Gute Arbeit. Das ist ein Scout-Truppler. Kann einige Angriffe mit Lichtschwertern blocken. Hält aber nicht allzu lang stand. In Einzelkämpfen leicht zu besiegen, aber in Gruppen gefährlich. Moment. Entschuldigt bitte. Imperiale Scout-Truppler sind speziell trainierte Sturmtruppler, die im Namen des galaktischen Imperiums eine Vielzahl von Missionen erledigen. Während ihre leichte Rüstung ihre Bewegungsfreiheit erhöhen, sind sie aufgrund ihrer Spezialhelme anpassungsfähiger. Betrachten Sie den Einsatz eines Blasters als unzureichend, greifen Sie auf Ihre elektrischen Schlagstöcke zurück. Ihre Spezialgebiete sind Nahkampf, Massenkontrolle und die Abwehr von Lichtschwertern. Naja, das sah ja jetzt nicht unbedingt so aus. Dass das Ihre Spezial... Naja. Dass das Ihre Spezialsache ist. Da hinten sehe ich noch was. Oh, ich habe keine Macht. Oh. Kleines Mistvieh. Ich hab's durch die Wand gehauen. Okay. Bist du wieder ein Echo? Ja, ein Echo. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Oster, nein! Oster und Marianne. Eine Tasche, die eine Familie zurückließ, als sie getrennt wurde. Der Vater sorgte für ein Ablenkungsmanöver, wodurch die Mutter mit ihrem Kind entkommen konnte. Bevor wir das Kind waren. Gehen wir mal hier hoch. Was haben wir denn hier noch? Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch auf so ein paar Sturmtruppler zu treffen. Nein. So. Okay. Da hinten. Und da geht's weiter. Oh, kann ich von oben. Juhu! Na los, hol wir ihn uns. Aua. Wir müssen nur eine Lücke finden. Auf dem Weg! Aua! Perfektes Timing. 100 Gegner pariert. Das passiert halt. Warum muss das immer so elendig laut sein? Na, was haben wir denn da? Räumungsbefehl? Ein Räumungsbefehl? Ich sag doch. Ich hab nur gescherzt und da war es wirklich ein Räumungsbefehl. Alle Zivilisten haben sich umgehend zur Umsiedlung einzufinden. Plünderer werden erschossen. Gemäß imperialen Code 94364 gilt... Kein Verkauf oder Handel ohne entsprechende Autorisierung und ausdrückliche Genehmigung. Diese Liegenschaft und ihre Besitztümer stehen aber sofort unter dem Schutz des galaktischen Imperiums. General Markon, 201. Staffel. Und dann stellt sich noch, dass das ein Räumungsbefehl ist, und dann ist das ein Räumungsbefehl. Mann, bin ich gut. Ja. Aua. Ach so, wirklich? Aua! Du wirst immer schwächer! Schneller als ich dachte! Ja! Oh! Bin echt verletzt! Ich hatte nicht ganz den Paradezeitpunkt raus, also wollte ich das noch auskosten, so lange, wie ich konnte. Das Banner war auch schon mal schärfer. Ah, jetzt sehen wir es. So, was ist denn hier noch so? Rein ist gar nichts. Okay. Ja, ein gewisser Jedi. Der Feind ist unter uns. Angekommen. Also die Sturmtruppler, die geben im Vergleich zu den Gegnern auf Dathomir weniger Erfahrungspunkte. Aber das ist sowas von klar. Also Dathomir ist der schwerere Planet, wenn man da hingehen möchte. Was ist denn hier? Eine Truhe.
Da hinten ist so ein Typ, der hat so einen Schulterpanzer. Also, was war drin? Neues Outfit-Material erhalten. Wächter. Ah. Montes Crew und Wächter. Ich schätze, das soll irgendwie so Jedi-Wächter sein. Deswegen so braun. Feind, unter uns. Oh. Bin dabei. Hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte schon sagen, ich habe schon mehrmals den pariert gehabt. Ja, ich muss dann denken, dass ich die gedrückt halte. Wo kamen die denn auf einmal her? Warum haben die sich nicht gemeldet, als ich da unten war? Jetzt haben wir echt so... Ja, da könnte ich mich fast dran gewöhnen, dass das mir so ein Piloten-Outfit ist, als so ein... Naja, Jedi-Ding. Da ist noch eine Truhe. Und dann geht's theoretisch noch rein, ne? Da können wir noch direkt eins noch. Können wir noch eins geben. Gehen wir uns mal die Truhe holen. Hallo. So. Gib mir mal die Truhe hier. Guck, der da hinten, der hat doch... Auf jeden Fall. Ich hatte aber jetzt mit dem Finger drauf gezeigt sogar. Was haben wir gefunden? Neue Lichtschwerthülse, Pflicht und Entschlossenheit. Da, der hat einen Schulterpanzer. Der ist bestimmt stärker als der andere. Der Offizier, Sergeant oder was auch immer ist der. Ah, okay. Das ist der Point of No Return? Doch, hier können wir wieder hochklettern. Oh, das hat er nicht kommen. Gehört, ja. Oh, voll ins Gesicht getreten. Die arme Sau hat das nicht verdient. Aber wir können das schon mal an dem Speicherpunkt da binden. Oder, ja, wollte ich schon sagen. Ich habe schon fast gedacht, das ist kein Speicherpunkt. Aber doch, es ist ein Speicherpunkt. So, ausruhen tun wir noch nicht. Wir haben ja noch nicht das Ganze erkundet hier hinten. Nur falls man drauf gehen sollte. Halt, dass wir das schon haben. So, jetzt gebe ich aber da mal rein. Was auch immer das ist. Hopp und top. Da rein. Da können wir ja theoretisch anscheinend hier rein. Was uns das bringt. Was uns das bringt, weiß ich noch nicht. Ich dachte, vor dem Moment hätte ich einen Weg gesehen, aber nein. Ah, da können wir tatsächlich rein. Was ist das hier? Oh, noch, direkt noch ein Speicherpunkt? Wirklich? Aha. Jetzt so kurz nacheinander? Aber lass mich raten, hier kommen wir nicht weiter, hä? Doch, können wir. Ah, okay. Dann haben wir eine Abkürzung. Okay. Cool. Aber warum ist denn da ein Speicherpunkt, wenn da direkt das Schiff ist? Das ist ein unnötiger Speicherpunkt, meiner Meinung nach. Also wirklich. Na? Augen nach oben. Du kannst sofort mehr, oder? Leg den endlich ja, kann er. Der ist nämlich nicht direkt vorwärts gestunt gewesen. Na? Wer möchte als erster? Aua. Dann halt den hier. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Aua. Ja, meine Abwehr ist ganz gut, aber... Aber du hast auch geile Moves drauf, Junge. Und da war er down. Na, was ist das für ein Typ? Ein Scout-Truppler-Kommandeur.
kann Blocken parieren und spezielle Drehtechniken einsetzen. Höhere Ausdauer als ihre Untergebenen. Ja, das haben wir gemerkt. Der hat auch so ein Kabel über seinen Arm. Scout-Truppler-Kommandeure führen Trupps von Sturmtrupplern mit Spezialausbildung im Namen des Galaktischen Imperiums in die Schlacht. Die mit Schlagstöcken bewaffneten Scout-Kommandeure sind als extrem geschickte Nahkämpfer nicht zu unterschätzen. Ja, er hat uns zumindest eine gegeben. Das stimmt schon. Mehr als die meisten seiner kleinen Leutchen. Ah, das ist rot umrandet. Das heißt, da fahren wir. Uns fehlt noch der sogenannte Force Push, ne? Der Machtschub. Oh. Das leuchtet hier wieder so. Ein Echo. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Vertreibung. Ein von Dorfbewohnern zurückgelassenes Bündels, als sie vom Imperium aus ihren Häusern getrieben und in Arbeitslagern oder Schlimmeres gebracht wurden. Okay. Und dann ist unser einziger Weg jetzt eigentlich der, den ich vorhin gegangen bin, tatsächlich. Ja, mehr oder weniger. Kann ich von hier aus vielleicht rüber? Oh ja. Nicht hundertprozentig, aber... Also, eigentlich war ich mit dem Fuß drauf. Ne? Eigentlich hätte man direkt stehen können. Na gut. Macht Geschwindigkeit. Hui! Macht Sprung. Und noch ein Hopsa. Okay, was war denn hier? Ach, schon wieder ein Scomp-Anschluss. Wo krieg ich denn einen behinderten Scomp-Anschluss her? Oh, der macht dann hundertprozentig die Abkürzung. Nee, nicht. Kann ja eigentlich gar nicht. Weil der so rot umrandet ist, der müsste ja dann eigentlich Macht brauchen dafür. Naja, gucken wir mal. Wupp. Können wir uns ja wieder jetzt ausruhen. Haben wir jetzt die ganzen Sturmtruppler hinter uns. Und weitergehen. Also auf Dathomir haben wir deutlich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Wie viel Licht das macht, ist Wahnsinn. Turbinenanlage. Aha. Mehrere Wege, hä? Gehen wir mal den lang. Wieder läuft dann mit der Klinge voraus. Oh, Vorsicht. Nicht drunter sehen, wenn ihr nicht schwindelfrei seid. was ist das denn? Scan. Mein Freund, seit ich Mogano verlassen die Weisen. Ah, okay, das habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Da hättest du auch dann ruhig alles sagen können. Die Schwester der Nacht? Was habe ich denn noch hier neu? Straßkapseln? Hä? Der Fremde? Jemand kauft doch hier Ruinen zu. Ich fühlte die Anziehung einer dunklen alten Energie. Moment, Sepho war das doch. War das hier? Nein. Cordovas Reise? Wo kam denn jetzt gerade das Gequatsche her? Kapitel bestimmt nicht. Nein. Nein.
Dathomir kann es ja auch nicht sein. Eno Cordova haben wir nur das hier. Cordovas Reise. Das ist das. Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Dieser Planet, ihre Heimatwelt, war eine Offenbarung. Anscheinend nutzten viele, aber nicht alle Sepho die Macht. Sie nannten sie Lebenswind und ihre Nutzer Weise. Drei Namen tauchen öfter auf. Elram, Mictral, Kujet. Diese Weisen hatten wohl höhere Positionen inne. Der Rat hat auf meine Meldung zurückhaltend reagiert. Ihn interessiert nur die Geschichte der Jedi. Aber die Geschichte der Macht gehört uns allen. Mhm. Sehr nett. Lebenswind. Naja, die drei Weisen werden wir später noch mehr erfahren, wahrscheinlich. Jetzt sag bloß, da können wir durch. Sie ist verriegelt. Natürlich. Gibt es noch so wie einen anderen Weg? Runter? Sieht nicht so aus. Scheint wirklich nur für diesen einen Eintrag gewesen zu sein. Schade. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ja? Was zum Henker machst du da? Ah, okay, Gott sei Dank. Ich dachte schon, warum bewegt er sich nicht mehr? Der war für sich selbst noch immer auf dieser komischen Pipe drauf, aber war er eigentlich nicht mehr. Deswegen hat er komische T-Position gemacht. So. Hoch da. Und hier auch. Ja, mit BD-8 können wir auch ein bisschen hier schauen. Zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen. Aha, da ist was. Eine Truhe, um genau zu sein. Dann machen wir auf hier. Hey! Irgendwas Brauchbares? Neues Lichtschildmaterial, Kupfer. Ah, endlich mal ein verdammtes neues Material. Und jetzt hätte ich gerne noch eine neue Farbe. Wie wäre es denn mit Silber? Wahrscheinlich eher nicht, aber... hätte ich trotzdem gewähren. Interagieren. Was passiert jetzt? Oh. Tja, hätte ich ganz gern vorher haben können. Dann wäre das ein bisschen schneller gegangen. Okay. Kann ich den nicht irgendwie von hinten treten oder so? Du hättest nicht herkommen sollen. Au! Warum hat der mich jetzt überrascht? Zu einfach! Ja? Komm zurück, Jedi! Zu einfach, hast schon recht. Der hat mich angegriffen und der hat den platt gemacht und dadurch habe ich Erfahrungspunkte nicht bekommen. Das war frech. Nee, das kannst du mal vergessen. Ich habe gesagt, das kannst du vergessen, du Sackgesicht. Das macht er da trotzdem. Schön in der Mitte zerteilt. Das hast du auch verdient, ey. Das erinnert mich jetzt so an die Ratten von Die Braut des Prinzen. Also so vom Aussehen her. Erinnert mich hier daran. Ah, okay. Das habe ich versemmelt. Nein, war noch nicht ganz so bereit. Ha! So, jetzt aber. Guck
Komischerweise brauchen wir dafür keine Macht. Hui. Nette Rolle. Das könnte ein Problem werden. Was ist das denn für ein Vieh? Du siehst nett aus. Ich möchte dich eigentlich nicht schlagen. Aber wenn du mir keine Wahl lässt, ne? Dann mach ich dich mal ganz langsam. Hui. Aua. Oh. Okay, ja. Das tut halt weh. Werf mal her. Das ist wie so ein Widder. Gib mir einen Stim. Er macht auch viel Schaden, ey, das Vieh. Verdammt, das macht viel Schaden, das Vieh. Scanne ich meinen Hinterkopf, scanne das Vieh. Gut gemacht. Phylax. Werden sie provoziert, können Phylax aufgrund ihrer schlechten Augen den Kurs nur bedingt ändern und zersplittern häufig an Felsen, wenn sie angreifen. Phylax haben auf Gebirgspässen dank ihrer Rufen einen sicheren Stand und werden von den starken Winden auf Ziffer nicht beeinträchtigt. Vor allem, wenn sie provoziert werden. Wir sind einfach hingegangen. Phylax sind begnadete Kletterer, die sich mühelos auf Gebirgspfaden bewegen können. Da sie von Natur aus Einzelgänger sind, verlassen sie ihre Mutter schon früh, um ihr eigenes Revier zu finden. Die Hörner auf ihren Köpfen sind ihre wichtigste Waffe. Treffen diese im Kampf aufeinander, ist das Geräusch weithin zu hören. Phylax bilden jährlich einen weiteren Hornring aus, wodurch ihre Hörner Zeit ihres Lebens wachsen. Vor allem, ich kann bei den Viechern gar nicht mal die Augen sehen. Ein Vieh hat aber echt Schaden gemacht. Neues Ziel zur Holocard hinzugefügt. Suche das Auge des Sturms. Oh, Junge, das ist eine Ebene. Guck mal, wie viel Wasser da runter plätschert. Sau nice. Da haben wir ein paar Leute, ne? Die. Aber so ein paar. Das reduziert die Qualität meiner Haltung und meiner Zielsicherheit. Das überrascht mich nicht. Die Rationen hier sind entsetzlich klein. Ich sage nur, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich ein Ziel verfehle. Naja, wenn nur ein Ziel verfehlt, ist gut. Du wirst ein Ziel verfehlen. Hey, ein Eindringling! Wenn du sagst, du kannst uns verloren. Oh! Bleib an ihm dran! Oh! Auf ihn! Jemand anderer soll ihn angreifen! Oh, oh Gott! Kann nicht stehen! Warte! Wirklich? Ich hab doch gesagt, sonst aufhören, den zu anzuvisieren. Ja, das habe ich gemerkt. Hui. Den hätten wir wahrscheinlich jetzt scannen können, aber gut. Ich wollte den eigentlich abvisieren und dann springen, aber irgendwie war nicht. Jetzt nochmal diese Phase. Hup. Drüber. Mit dem gleichen weiter. Okay, boah, ich hab kurz Panik bekommen. Nein, da war ich zu vor. Da war ich zu schnell. So, das müsste aber reichen, ja. Da war ich wieder fast ein bisschen zu voreilig. Das geht doch noch. Wow, super. Direkt mal abgekürzt hier. Erstmal ausruhen. Sehr schön. Du wolltest doch was scannen hier. Dann scannen mal. Ich danke dir. Ein Dorfbewohnerschrein. Diese Monumente waren einst Landmarken und Denkmäler für die Verstorbenen. Die Bewohner von Zephyr empfanden tiefen Respekt für die Toten, da sie wussten, dass ihr Ringen den Fortbestand der Lebenden ermöglicht hatte. Es wäre möglich, dass diese Steinskulpturen von alten Zephyr-Architektur inspiriert wurden. Aha. Kann ich hier weiter hoch? Eigentlich soll ich hier weiter runter.
Aber ich kann hier auch hoch. Was haben wir denn hier so? Ist das der Rückweg? Ich glaube, das wird der Rückweg sein. Ha, schon wieder von der anderen Seite abgeschlossen. Hm. Ich schätze mal, das ist der Rückweg. Wupp. So. Mal drüber. Oh, warten. BD1? Wollte nur wissen, ob du da bist. Da konnte ich doch was gerade untersuchen. Warum konnte ich das jetzt nicht mehr untersuchen? Sui! Aua! Ja, ist ja gut. Der kann ja richtig viel aushalten. Ah, so. Okay, gut. Ich wollte das eigentlich untersuchen, aber scheint war ich zu langsam. Ich habe nämlich nicht auf Untersuchen gedrückt, sondern erstmal auf Scan. Und das war das Falsche. Abkürzung? Abkürzung, ja. Okay, gut. Okay, dann nehmen wir einfach die Sirene. Die schöne Route. Die szenerische Route. Na komm, ich weiß, du... Ich weiß, ihr habt mich gesehen. Oh. Oh, voll ins Gesicht. Die arme Sau. Au. Ich hab so weit nach rechts gedrückt, wie ich ging. Und hat halt irgendwo aufgehört. Ich brauche einen Stim. Dankeschön. Ich weiß es selbst nicht. Okay, hier bin ich runtergefallen anscheinend. So viele Sturmtruppler. Und dann gibt es noch diese komischen Ratten hier. Hm? Moment, komme ich da irgendwie hoch? Nein, nicht von hier aus zumindest. Oh, der war nice. Komm schon, den einen kannst du noch geben, jawohl. Schon mit der Doppelklinge, auch wenn es weniger Schaden macht. Warum auch immer. Verwittertes Monument. Hallo, Leute. Hey, Aufständische, ne? Ich bin der Letzte? Dafür wirst du bezahlen. Ach ja? Ich sehe nicht, wie ich bezahlen soll. Oder siehst du es? Ich glaube, der sieht gar nichts mehr. Nur noch schwarz. Ha, Scrump-Anschluss schon wieder. Okay, da könnten wir rein. Da ist auch was. Das heißt, gehen wir mal kurz rein. Ah! Noch aufgewühlte. Ich habe die aufgewühlte Erde, habe ich noch mitbekommen, gerade so. Marianna, kümmere dich um Sienna. Toter Dorfbewohner. Die Überste eines Dorfbewohners, der den Versuch, seine Familie vor dem Imperium zu retten, mit dem Leben bezahlte. Ah, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah. Hier kommen wir auch nicht weiter. Da fehlt uns einfach ich Kraft. Kann's nicht verschieben. Position markiert. Drücke, um Holo-Karte zu öffnen. Aha, okay. Wupp. Und rüber hier. Moment. Du
Was ist mit dem da? Da geht's weiter. Hier geht's nicht weiter, aber da geht's weiter. Dann nehmen wir schon mal den Speicherpunkt hier in Beschlag. Wir wollen die Gegner jetzt nicht noch wieder spawnen lassen. Das scheint, glaube ich, der richtige Weg zu sein. Also gehen wir mal gucken, was in dieser Höhle los ist. Wenn da überhaupt was los ist. Oder nur wieder weitere von diesen komischen kleinen Viechern sind. Sieh, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Möglich. Das ist schon nice. Was haben wir denn da? Schönes. Was ist das? Ach, für ein Clone. Clone Trooper. Hey. Der Verwundete hat einen Sturmtruppler erwischt. Hinweis auf einen Kampf. Der Helm eines Sturmtrupplers, der nach einem Kampf mit einem Dorfbewohner zurückgelassen wurde. Ist das der richtige Weg? Ich komme hier sowieso nicht rein, also. Warum bist du heute so gereizt? Scrum-Anschluss, ja, geil. Oh, mein Stuhl stimmt zu. Wie die sich über Blaster unterhalten. Wäre doch lieber Scope-Truppler, da habe ich ein bisschen was mehr zu kämpfen. Und top. Und rüber. Aber jetzt können wir noch mal uns kurz ausruhen. So, bei die... Okay. Weil die sind ja jetzt hinter uns und nicht vor uns. Ach ja? War es jetzt nicht besonders gut, wa? Wie, was ist das? Schwere Angriffstruppler. Abgeschirmte, schwere Langstreckenwaffen mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Langsam, lange Ladezeit vor dem Schuss und lange Abklingzeit nach dem Angriff ermöglichen Angriffsmöglichkeiten. Die Angriffstruppler bilden eine spezialisierte Infanterieeinheit, die an allen Fronten des Krieges für das galaktische Imperium kämpft. Sie werden in erster Linie bei der Verteidigung von Kampfzonen als Unterstützungseinheit für Sturmtruppler Patrouillen eingesetzt. Sie agieren überaus effizient mit dem Z6-Rotationsblaster, der konstant schnelle Salven mit großer Reichweite abfeuert und schweren Schaden verursacht. Dabei wird er von einem niederfrequenten Energiestrahl abgestimmt. Ja, hat dem aber jetzt echt nicht so viel gebracht. Wahrscheinlich hätte ihm das viel gebracht, wenn wir versucht hätten zu... Naja, parieren. Was wir dann aber nicht getan haben. Du kommst hier nicht lebend raus, Jedi. Hallo. Okay. Wie wär's, wenn wir doch lebend rauskommen? Komm, hat er nichts gegen, ne? Hat er zumindest nicht was gegen gesagt. Wie nett. Scope-Anschluss. Das kommt am Schluss, um hier ist was zu scannen. Die Pflänzchen hier. Königsblume. Königskraut, Atelas, kommt das auch noch? Wenn wir die Königsblume haben, dann haben wir das Königskraut doch. Müsste dann nicht mehr so weit entfernt sein. Okay, was haben wir hier? Le Truhe. Komm wieder her. Und was haben wir hier? Gefunden. Neue Lichtschutzhülse. Elementarnatur 2. Ach, guck mal, da vorne ist der Eingang, wo wir hätten hingehen können. Wirklich? Auf dem bisschen? Was ist das? Unsere Fußabdrücke.
Ja, guck mal hier. Ja, das wusste ich noch. Aber wie galant und schnell der das machen kann. Respekt, ey. Scheint, als wären wir wieder eine eisige Fahrt nach unten nehmen müssen. Hoppala und tschüss, die Leute. Hui. Er hätte aber schon ruhig lernen lassen können. Deine Ration? Ach, Moment, das ist eine Abkürzung. Hey, waren wir schon? Da unten waren wir zumindest schon. Kann ich das eigentlich reflektieren? Au! Du Sackgesicht! Dumme Rattenviecher, ey! Kann ich das reflektieren? Oh, schon wieder dumme Viecher. Das lebt doch noch. Hat Raketengeschoss abbekommen. Der schießt auf meine Füße. Okay, das kann ich nicht unbedingt kontern, beziehungsweise parieren. Raketentruppler. Mit der Macht kannst du Projektile beeinflussen und ablenken. Ah. Trupplern laden nach dem Feuern nach. Nutze die Zeit, um den Abstand zu verringern und uns anzugreifen. Raketentruppler sind spezialisierte Sturmtruppler, die dem galaktischen Imperium in allen Teilen der Galaxis dienen. Diese tödlichen Soldaten sind mit intelligenten RPS-6-Raketenwerfern für Fernangriffe ausgerüstet, die ausgesprochen schwer abgelenkt werden können. Habe ich gemerkt. Da sie gegen aufständische Aktivitäten vorgehen, Aufstände niederschlagen und andere Meinungen unterdrücken, sind sie eine effiziente Unterstützung regulärer Bodentruppen. Ihre Waffe ist zwar bedrohlich, muss aber auch nach jedem Schuss geladen werden. Dies ermöglicht Zielen auszuweichen oder anzugreifen. Ich brauche einen Stim. Gutes Timing. Ja, dann laden wir uns nochmal hier voll, machen auch mal hier die Typen nach da unten und... Über uns, ja. Total über euch, ne? Total abgewehrt, ne? Ich hab total abgewehrt. Ah, da war er schon wieder. Ey, was war das denn für ein mieser... Ne, diesmal kann ich den Move. Ich schlag dir das Gesicht ein. Ja, machst du? Das muss wir getan haben. Oh, nice. Das fühlt sich besser an. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mich geheilt habe, weil. Ich würde mal sagen, hier machen wir eine Pause. Weil wir haben jetzt schon 53 Minuten, das ist fast eine Stunde. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, schaltet auch wieder beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Let's Play Star Wars Jedi. Fallen Order. Mit mir, dem Merios. Und bleibt schön dabei, denn es werden noch weitere Folgen durchaus kommen. Also, wenn es denn euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Falls ihr das ja schon getan habt, na, schön liken, kommentieren. Das würde mich freuen und auch mir helfen, weiter nach oben zu gelangen. Und wenn ihr dann schon soweit seid, dann könnt ihr auch bei meinen anderen Projekten vorbeischauen. Da würde ich mich sichtlich drüber freuen. Dann sage ich euch, haltet Stand, Männer Gondors. Nein, ich sage euch, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich sehe euch wieder bei der nächsten Folge. Also bis dann, haut rein. Tschüssi.